Jetzt sind wir sozusagen im Hinterzimmer von der grössten Sportmesse der Welt, hier, wo Business gemacht wird. Vorne ist Glamour und Glitzer, in der kleineren Halle da hinten, da wird geschäftet. Wir gehen hier im Hinterzimmer schauen, was da so läuft. Handeln hat es viel. Viel Handeln, habe ich schon gesehen. Mal hier, Handeln, jawohl. Handeln. Hochwertige Laufbänder. Und hier wieder Langhandeln. Ball hat es auch ganz einen Haufen. Ball, Manuel, Ball. Ganz wichtig, es hat Fußball. Balls. Und etwas, wo mir auch auffällt, was es auch ganz viel hat, sind Boxhändchen. Soll ich mal probieren? Ich habe schon lange keine Handeln mehr gesehen. Das ist irgendwie komisch. Jetzt sind wir so in der Handschuhe- und Ball-Sektion. Achtung, Business. Dreh dich schnell um. Business. Aber darf man nicht jonglieren? Ich kann nicht jonglieren. Nein, ich kann wirklich nicht jonglieren. Nein. Oh, mit diesen Schuhen. I got not the right shoes. Oh, very good, very good. Oh, very good, nice. Ich glaube gut, oder? Man kann ein kleines Fazit machen, oder was meinst du? Business. Ah, Skateboards jetzt auch noch. Schlafen die Chinesen. Let's have a game, come on. Oh no. No. But that, I have only one hand, you know. Yeah. Yes. Thank you. Oh. Fazit, im Hinterzimmer ist es ein bisschen schäbiger als vorne bei Glanz und Gloria, aber dafür ist es viel lustiger hier. Man kann döckeln, Skateboard fahren und es hat Händchen, Bälle und ganz viel Handeln. Ist noch cool hier bei den Chinesen.